Nach Derry, Londonderry kommen Besucher vor allem wegen der lebendigen Kulturszene und der historischen Architektur. Die nordirische Stadt bietet aber auch die Möglichkeit, hervorragend zu essen. Zum Beispiel bei Brown's. Das Restaurant gilt als eines der besten auf der irischen Insel. Besitzer und Chefkoch Ian Orr hat das Brown's 2009 eröffnet. In kurzer Zeit wurde es zu einer kulinarischen Institution, dank einer ganz einfachen Grundidee. Wir versuchen, so lokal und so saisonal wie möglich zu kochen. Unser Motto ist: einfache Kost, aber perfekt zubereitet. Derry, Londonderry ist nur wenige Kilometer von der Atlantikküste entfernt. Typisch für die Küche der Region sind deshalb vor allem Fischgerichte. Ian Orr kauft seinen Fisch immer frisch bei einem lokalen Händler, der ihn gleich filetiert. Grundsätzlich gelten für den Koch beim Kauf zwei einfache Regeln. Die Qualität kann man am besten so prüfen. Das Filet muss eine feste Konsistenz haben und es darf nicht nach Fisch riechen. Für Euromax bereitet Ian Orr Seehecht und Plattfisch mit Sommergemüse zu. Dazu braucht er Salz und Pfeffer, Salatherzen und Estragon, Butter und Silberzwiebeln sowie Erbsen mit etwas geröstetem Speck. Zuerst salzt und pfeffert Ian Orr die Fischfilets. Etwas Öl in eine Pfanne geben und darin zunächst das dickere Stück, den Seehecht, anbraten. Die Pfanne sollte heiß sein, nicht brennend heiß, aber so, dass es gleich brutzelt. Außerdem sollte der Fisch Raumtemperatur haben, dann lässt er sich schneller und gleichmäßiger anbraten. Der Plattfisch bleibt nur kurz in der Pfanne. Beide Filets werden danach zum Durchgaren für 5 Minuten in den Ofen gestellt. Das Brown's wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Dabei war es eigentlich nur der Plan B von Besitzer und Chefkoch Ian Orr. Der hatte ursprünglich einen ganz anderen Berufswunsch. Eigentlich wollte ich Feuerwehrmann werden wie mein Vater. Weil ich aber farbenblind bin, ging das nicht und so bin ich Koch geworden. Angefangen habe ich in einem kleinen Fish-and-Chips-Laden, der Beginn meiner Kochleidenschaft. Und man braucht Leidenschaft, egal ob man einen Burger oder eine Fischspezialität zubereitet. Wenn man die hat, so wie die ganzen jungen Köche hier, dann ist das einfach super. Um das Sommergemüse zuzubereiten, mischt Ian Orr zunächst etwas Hühnerfond mit Butter. Danach gibt er Silberzwiebeln und Erbsen dazu und lässt alles kurz köcheln. Zuletzt kommen Streifen von Salatherzen und Estragon in den Topf. Man sollte es nicht zu lange kochen lassen, so sieht es prima aus und schmeckt noch viel besser. Seehecht und Plattfisch mit Sommergemüse. Ein Klassiker im Brown's in der nordirischen Stadt Derry, Londonderry.